Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie auch sehr herzlich begrüßen von meiner Seite. Ich werde jetzt keine Namen weiter nennen, sondern mache das ganz kurz, während ich mich hier mit der Technik ausstatte, das ich leider vorher vergessen habe, aber ich werde es hoffentlich hinbekommen. Agrartechnik, Christoph Winkler hat es gerade angesprochen, ein bunter Strauß. Wir sagen so salopp, eine eierlegende Wollmilchsau im landwirtschaftlichen Verständnis. Und das ist wirklich auch eine Herausforderung in dem Fachgebiet und damit auch eine Herausforderung für diese Antrittsvorlesung. Und wie es bei solchen Gelegenheiten dann der Fall ist, wird man dort die Notwendigkeit haben, Kompromisse einzugehen. Und das, wenn ich eine Vorlesung vor Studenten mache, dann kann ich ein klares Fachgebiet herausgreifen und kann mich da hinein vertiefen. Heute bei einem weit gestreuten Publikum versuchen wir, und da möchte ich mich bei den Mitarbeitern auch des Teams sehr bedanken, die mich hier unterstützt haben, diese Vorlesung aufzubauen. So, jetzt bin ich endlich mit der Technik hinterher und hier stehen auch Namen von Kolleginnen und Kollegen, die hier uns in der Antrittsvorlesungsvorbereitung mit unterstützt haben, um hier ein paar Schlaglichter in verschiedene Bereiche der Agrartechnik werfen zu können. Agrarsystemtechnik ist schon ein Begriff gewesen, Landtechnik, Agrartechnik, das sind Synonyme, die Sie heute in der Wissenschaft hinsichtlich Landtechnik, wie es landläufig der bekannte Begriff ist, üblich sind. Ein wesentlicher Punkt wird heute sein, wie auch in der Vergangenheit es immer wieder war, was für Rahmenbedingungen treiben die Landtechnik? Was ist das Morgen, was erfordert das Morgen in Bezug auf seine technische, technologische Umsetzung? Und das will ich an ein paar resultierenden Trends und Konsequenzen ein beispielhaft darstellen, mit Schwerpunkt auf dem Bereich Pflanzenbau, nachwachsende Rohstoffe und einem Bereich der Technikbewertung, der für uns relativ neu im Agrartechniksektor ist. Entschuldigen Sie, sehen Sie es mir nach, dass der gesamte Bereich Tierhaltung überhaupt nicht vorkommt, aber ich habe mir gedacht, hier Groß-Enzersdorf, Versuchsgut Groß-Enzersdorf, es gab viele Anstrengungen von der BOKU, auch hier Tierhaltung zu etablieren, die aber bisher nie gefruchtet haben, also konzentriere ich mich auch hier heute auf den Ackerbau. Landtechnik, Agrarsystemtechnik. Ich gebe Ihnen zwei relativ neue Versuche einer Definition, einmal aus dem Bereich der CIGR und dort, wenn man das ins Deutsche übersetzt, heißt Landtechnik, setzt sich aus wissenschaftlichen Erkenntnissen und Technologieentwicklung in der Landwirtschaft auseinander, aber nicht nur dort, sondern auch im Bereich der Lebensmittelindustrie und den biologischen Systeme mit dem Ziel des Wohle des Menschen. Das findet man dort als Definition. Eine vielleicht schärfere Definition findet man bei einem Kollegen von der North Carolina State University in Raleigh. Agrartechnik bedient sich vieler wissenschaftlicher Disziplinen und Technologien für die effiziente Produktion von Food, Feed, Fiber, Fuels, also Lebensmittel, Futtermitteln, Material, Ausgangsstoffen und Energieträgern. Und wird von diesen Disziplinen, derer sich bedient, das Fachgebiet der Agrartechnik, maßgeblich beeinflusst. Das vielleicht so als Hintergrund, warum es mir auch sehr wichtig war, in unserem Team am Institut einen Kernmaschinenbauer, einen Elektrotechniker und Automatisierungstechniker zu haben, weil landwirtschaftliche Verfahrenstechnik habe ich in Freising in Bayern lange gelernt und dachte, ja, da brauche ich jetzt die Basiswissenschaften im Maschinentechnischen, die wir in unserem Institut unbedingt als tragende Säule mitbrauchen. Nun, was ist Agrartechnik, Landtechnik, Agrarsystemtechnik? Eine andere Darstellung von Kollegen Wendel aus Freising, der mal in einem Umgriff verschiedene Bereiche der Agrartechnik nur mit Begriffen besetzt hat. Ich will die jetzt gar nicht im Einzelnen durchgehen,
sondern die Frage ist, was passiert dort? Es passiert immer eines und ein ähnlicher Vorgang. Wir haben es mit einem Produktionsprozess zu tun, in dem wir Stoffinputs und Stoffoutputs, Energieflüsse, Informationsflüsse, Input und Output, sei sie haben, und über Sensoren inklusive Prozessmodellen zur Überwachung, Steuerung und Regelung wirken Aktoren auf diese Produktionsprozesse ein. Das war zu Zeiten der alten Ägypter genauso wie heute, weil zu Zeiten, das ist nicht nett, Entschuldigung, zu Zeiten der alten Ägypter war der Sensor die menschliche Wahrnehmung, unsere 6 oder 7 Sinne, und dass der Prozess Steuerung und die Regelung vollzog sich durch erlerntes Wissen, Erfahrung, Know-how, und der Aktor war in der Regel Muskelkraft. Und heute, das soll das untere Bild simulieren, beginnen wir mehr und mehr durch Mechanik und Elektronik, durch Mechatronik oder Agromechatronik, hier solche Prozesse sozusagen von der rein Handarbeitsstufe eben immer weiter mit Technik zu durchsetzen in verschiedensten Sparten. Nehmen Sie alleine Ihr Handy in die Hand, Ihr Mobiltelefon. Was kann das Mobiltelefon heute alles? Wie viel wiegt es? Wie viel Energie pro Zeiteinheit braucht dieses Gerät? Und überlegen Sie sich, vor circa 20 Jahren haben Sie noch die halbe Halle hiervon mit gekühlten Großrechnerkapazitäten vollstellen müssen, um diese Funktion eines Handys nur zu erfüllen. Also eine sehr rasante Entwicklung. Ja, wenn wir einen Schritt zurück in die Historie schauen, von meinem Doktorvater Hans Schön einmal zusammengefasst, die zeitliche Entwicklungsschiene von dem Zeitpunkt des Jäger und Sammlers bis heute in Bezug auch auf das Bevölkerungswachstum ist schon angesprochen, diese E-Funktion, wie aber auch unser Energieverbrauch auf diesem Globus, der einer ähnlichen Kurve hier ab 1950 dramatisch folgt. Und wenn wir dazu ein paar Zahlen setzen, dann war der Hauptenergieträger in der grauen Vorzeit der Mensch selbst, gefolgt dann unter Nutzung von Tier, Wind, Wasser, Biomasse, also regenerativen Energieträgern, und erst dann die letzten 100 Jahre eigentlich einen zunehmenden Einsatz von fossilen und nuklearen Energieträgern. In derselben Zeit hatten wir einen Endenergieverbrauch in Kilowattstunden pro Kopf und Tag, wenn wir das vergleichen, Mensch bezogen von 5 gesteigert auf 28, heute über 270 Kilowattstunden pro Kopf und Tag. Einfach um das nur mal auf unsere Menschen, auf die Menschen dieses Globus zu beziehen. Schaut man gleichzeitig die Besiedelungsdichte an, die hat natürlich auch auf dem Globus entsprechend zugenommen. Und was aber sehr wichtig ist, sind die zwei letzten Zahlen. Versorgungsleistung der Landwirtschaft, Menschen, die von einem Landwirt, also pro landwirtschaftlicher Arbeitskraft, versorgt worden sind. Da Jäger und Sammler 0, dann lange Zeit in der Größenordnung von 3, heute über 50 bis 60 im globalen Durchschnitt, globaler Durchschnitt. Und der Anteil der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte an der Bevölkerung jetzt selbst wiederum, ein dramatischer Rückgang. Logisch reziproke Zahl dazu. Also heutzutage 3% landwirtschaftliche AK an der Bevölkerung. Das zeigt einfach mal, wie die historische Entwicklung der Landwirtschaft gelaufen ist, sehr, sehr eindrucksvoll. Gut, welche Rahmenbedingungen bestimmen natürlich die Landtechnik? Historisch ein ganz wesentlicher Faktor immer gewesen, auch heute noch, die Betriebswirtschaft, die Ökonomie, weil ohne ein Geld zu verdienen, macht das Arbeiten dann auch nicht Spaß, der Lebensunterhalt mag verdient sein, eine Universität muss finanziell entsprechend gemanagt werden, also hier eine sehr wichtige Funktion, die aber nicht die alleinige sein darf, und das sind Entwicklungen, die neben den klassisch landwirtschaftlichen Rahmenbedingungen wie Standortfaktoren, Produktionsverfahren, Umweltansprüche auf der betrieblichen Ebene eine aus der agrartechnischen Seite wichtige Größe ergänzt, und zwar eben der allgemeine technische Fortschritt. Stichwort Informationstechnologie, Stichwort Kommunikationstechnologie. Daneben die Ressourcenverfügbarkeit und die Ressourceneffizienz, sie ist auch schon angesprochen worden, also Rohstoffe, Energie, Natur, Umwelt. Und
Allgemeine gesellschaftliche Anforderungen. Was verstehen wir wirklich real gelebt unter Nachhaltigkeit? Stichwort Greening, EU-Diskussionen, förderungspolitische Maßnahmen im landwirtschaftlichen Bereich, das verbirgt sich hier herunter. Gehen wir in die einzelnen Bereiche mit kurzen Spotlights weiter hinein. Dankenswerterweise von Kollegen Kantl hat zur Verfügung gestellt eine Grafik, wie sich die Preisindizes so verändert haben. Und da ist eigentlich eines sehr interessant, wenn wir nur mal die letzten 4 Jahre oder 5 Jahre hier hinten anschauen, dass sich hier eine sehr hohe Dynamik im Vergleich zum vorherigen Zeitraum andeutet. Größenordnung Faktor 2, Sprünge in den Preisindizes. Ob dies jetzt eine Trendwende auf den Märkten bedeutet oder noch bewahrheitet, ist aber nach Aussage der Ökonomen eher auch noch abzuwarten. Aber zumindest in den letzten Jahren ein auch am Marktgeschehen beteiligter, eindeutig bemerkbarer Effekt, der natürlich auf den Agrartechniker zurückbezogen. Was fordert das dann von uns? Schlagkraft und nochmal mehr Schlagkraft. Also schnelles Erledigen, Kapazitätssteigerungen und so weiter. Das ist das, was dann als Konsequenz durch solche Marktdynamiken entsteht. Ein weiterer Bereich, ich habe es gesagt, neben den reinen Produktionsfaktoren haben wir es aber immer mehr zu tun mit Anforderungen aus dem ökologischen Bereich, also ökologische Funktionen der Landwirtschaft selbst und soziologische oder sozialkulturelle Funktionen, die es gilt zu erfüllen durch die Landwirtschaft. Dazu werfen wir jetzt einmal einen Blick in die Vergangenheit. In der Vergangenheit, wenn wir uns dieses Bild ein bisschen einwirken lassen, was hat dort die Landwirtschaft zu diesen Zeiten bereitgestellt? Klassischen Produkte, die wir auch heute kennen, Milch, Fleisch, Getreide, die Lebensmittel, aber innerbetrieblich natürlich den Dünger, Einstreu, Futter. Aber daneben, in dieser Zeit, Zugtiere, Stichwort, 30% der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Österreich wie auch in Bayern wurden für Spritproduktion damals bewirtschaftet, sprich Futter für die Zugkraft, nicht nur in der Landwirtschaft, sondern Kutschen vom König bis hin zum Postreiter. Und nur eine kleine Auswahl, um Ihnen nur ein Stichwort zu geben, Leder, Baumaterialien, Knöpfe, Löffel, Kämme, also eine extrem breite Palette an Materialien, Rohstoffen. Und das war damals die absolut ganz normale Funktion der Landwirtschaft. Das ist dann mit der Zeit etwas in den Hintergrund gerückt. Warum? Hierzu einfach eine kurze Grafik von der Ludwig Boelcke Systemtechnik, ein von den Römern bis heute mit den Prognosen der International Energy Agency dargestellte Erdölförderung in Milliarden Megagramm pro Jahr und wie die Prognosen, wenn man die so weitersetzt. Dann muss man sagen, das Erdölzeitalter ist sozusagen geschichtlich gesehen in der Dimension ein Hotspot, ein kurzer Sputnik. Also das, was früher landwirtschaftliche Funktion war, das kann in der Zukunft eine größere Bedeutung bekommen, vor allem wenn wir fragen, wo sind die Kohlenstoffquellen für eine Vielzahl von Produkten, die wir heute ganz selbstverständlich nutzen. Also wenn ich mich hier alleine schon umschaue, ich könnte den Vortrag ohne das Erdöl, was hier sozusagen auf diesem Tisch steht, nicht halten. Die alten Ägypter, wenn man sich das einfach mal anschaut, die haben Getreide geerntet in 2 Arbeitsschritten. Der erste hat da hoch die Ähren geschnitten und die Dame im Hintergrund folgend hat hier Strohhalme geerntet. Da stellt sich die Frage, ja, unsere Strohhalme sehen heute so aus, sie könnten aber auch so sein. Und ein Kollege an der BOKU sagte mir, ja, wenn ihr das Getreide, uns die Getreidehalme nicht geknickt, nicht gequetscht, nicht gespleist, so schön liefert, ja, da können wir ganz tolle, interessante, wichtige Sachen mitmachen. Dann sage ich, okay, dann müssen wir andere Erntetechnik entwickeln. Ja, Erntetechnik, Getreideernte. Sie haben es vorhin angesprochen, wegen Schlagkraft. 1908 in einem sehr empfehlenswerten Buch von Kramer sehen Sie dieses Bild. 1908 Getreideernte in den USA. Da hingen 28 Pferde vor einem Mähdrescher. Da folgte nicht Sichelsense, nein, das war Mähdrusch vor über 100 Jahren.
Und das hat die Schlagkraft im Mittleren Westen überhaupt erst aufgebaut, diesen Getreideexportkapazitäten der Vereinigten Staaten überhaupt auf die Beine zu bekommen. Naja, und heute sieht es dann so aus. Hat sich eigentlich in diesen 100 Jahren nicht viel vom Grundgedanken her geändert. Hinten ist das gehäckselte, gequetschte Stroh rausgefallen, das tut es halt noch genauso. Gut. Anderer Blickwinkel, Energie ist angesprochen worden. Schauen wir die Energie, den energetischen Endverbrauch in Österreich an, dann sehen wir, also auf der fossilen Basis haben wir noch einen Kuchen von locker mehr als 1, 2, 3, ja, also 4 Fünftel sowas als Aufgabe in der Zukunft noch vor uns. Wenn wir den energetischen Endverbrauch der Landwirtschaft in Österreich anschauen, dann ist die Landwirtschaft da schon ein bisschen ein Vorzeigeknabe für die gesamte Gesellschaft. Da kann man, aber auch hier sehen wir, haben wir noch Aufgaben für die Zukunft deutlich vor uns zu erledigen. Ja, und dann stellt sich die Frage nach dem allgemeinen technischen Fortschritt. Und hier gibt es eine Theorie eines russischen Wissenschaftlers Kondratjew, der die sogenannte Chronologie von Basisinnovationen in ihrem Verhältnis zu langfristigen Wirtschaftsentwicklung dargestellt hatte. Und das stellt sich dann immer in solchen Schüben dar, was man auch mit einzelnen technologischen Entwicklungen mit hinterlegen kann. Für mich jetzt heute ist wichtig, mal einen Blick auf den Bereich Mikroelektronik, Computer und Telekommunikation zu werfen. Wir haben hierzu ja heute, und das konnten Sie heute ja schon bei der Vorführung des einen Traktors, wo aber noch eine Person drauf sitzen musste, weil der Sitz, wenn da weniger als 25 Kilo auf dem Sitz einwirken, bleibt der Traktor von alleine stehen. Aber wenn wir da 26 Kilo Betongewicht auf den Sitz legen, dann würde der Traktor genauso seinen Parcours hin und her fahren und das auf eine hohe Präzision ohne Fahrer. Warum geht das Ganze so? Wir haben derzeit 4 Technologien für die Satellitennavigation. Einmal die autonomen Satellitennavigation wie GPS, das kennen wir alle, aber die Russen haben das GLONASS und Europa hat hoffentlich bald noch sein Galileo, dann haben wir genügend Satelliten da oben umeinander. Wenn man die dann alle zusammenbringt, bekommt man dort ausreichende Navigations-, Informations- und Telekommunikationssignale. Daneben, und das ist jetzt vielleicht das Wichtige hier unten, dieser Punkt Centerpoint RTK, das ist nämlich das, was Sie hier unten, was Sie heute hier an dem Traktor auch gesehen haben, das ist eine Ortung und Navigation der Maschine in einer Präzision von kleiner 2,5 Zentimeter. Wenn Sie sich vorstellen, Sie sitzen hier oben und müssen da runterschauen und müssen mit dem dicken Reifen auf 2,5 cm genau fahren, da tun sich auch manche Profis schon hart. Also das heißt, Technik entwickelt hier Bereiche, die so ohne weiteres von uns händisch gar nicht mehr zu erreichen sind. Und das führt dann dazu, dass fahrergeführter Traktor mit eben nicht mehr mit Fahrer ausgestatteten zweiten Traktor im Gespann unter Umständen zwei verschiedene Arbeitsgänge, aber zeitgleich kurz hintereinander gestaffelt erledigen können. Hier ein Beispiel, wie eben auch selbst in stark geneigtem Gelände, das ist der grüne Bereich, hier die fahrerlose Maschine trotzdem noch relativ mit einigen Einknicken eine gute Verfolgung sozusagen des Führungsfahrzeuges, das ist der blaue, der Leader, der exakt auf der Referenzlinie fährt, die vorgegeben ist, folgen kann. Das sind technologische Entwicklungen, die heute schon da sind, die aber jetzt in ihren Konzeptionen, wie Maschine mit Gerät zusammenarbeitet, eigentlich auch neu gedacht werden muss. Also auch hier so Fahrzeuge, die sozusagen einem Menschen brav wie ein bayerischer Dackel brav hinterherlaufen. Gut, das heißt, was für Herausforderungen stellen sich hier? Da gibt es natürlich noch einige. Also ein Kollege aus den USA hat dieses Foto aufgenommen, also Elektronik und Informationstechnologie in der Traktorkabine. Wenn das so ausschaut, dann ist der Traktor unter Umständen mit dem Flug schon 20 Meter in der Wiese drin und dann schaut er mal raus und wundert sich, dass da kein Acker mehr ist, sondern schon in der Wiese ist, weil der ist so beschäftigt mit seinen ganzen Geräten. Das geht so sicher nicht. Und die Entwicklung geht ja auch in
was wir auch heute hier bei der Vorführung sehen konnten, eben diese Techniken immer mehr sozusagen zu komprimieren, aus der Interaktion mit dem Fahrer herauszunehmen und den letzten Schritt, solche Dinge bereits bis hin zu App-Anwendungen auf irgendwelchen mobilen Geräten, die Maschinenregelung zu positionieren. Wichtig ist einfach, die Menschen durch die Technologie auch nicht zu überfordern. Aber damit ist die Reise noch nicht zu Ende. Wenn ich eine weitere Entwicklung, die erst so am Anfang steht, die Fernerkundung mittels Satelliten von Kollegen aus Trier anschaue, wo auch ein Kollege jetzt ganz frisch berufen ist, so ähnlich wie ich, aus Trier hier an der BOKU, der in diesem Sektor auch gearbeitet hat, dann ist es möglich, aus Satellitenaufnahmen hier als Beispiel heute schon das Biogaspotenzial, also mit modellierten Berechnungen, also hier das Biogaspotenzial in Normkubikmetern pro Tonne Frischmasse, was hier in diesem vom Satelliten überflogenen Feldstreifen aufgenommen worden ist, mit einer relativ guten Genauigkeit, wenn Sie das Bestimmtheitsmaß, also wie viel durch diesen Zusammenhang erklärt werden kann, also um die 90%, das ist sensationell. Also dort eröffnen sich zukünftige Möglichkeiten, die wir noch gar nicht so richtig erahnen. Bleiben wir noch beim Pflanzenbau. Welche Herausforderungen sehen wir? Ein wichtiger Punkt ist, dass Informationen in Form auf Datenträgern von vorangegangenen Arbeitsschritten, also eine vorangegangene Bodenbearbeitung, Saatpflege, Ernte, mit ihren Daten in einem Datenbanksystem verfügbar ist und somit ort- und zeitbezogen online in Verbindung steht als Informationsquelle. Das heißt, Datenbanken, Berechnungen aus Satellitenaufnahmen, Berechnungen aus Infrarot- oder Fotoaufnahmen, zum Beispiel auch durch autonome Flugdrohnen, die bis hin zur Einzelpflanze agieren können, das gilt es dann datenmäßig zu erfassen, zu storen, weiter zu processen. Also das geht dann in den Bereich der Softwareentwicklung. Hierzu einfach vom Satelliten über die Flugdrohne und dann auf der Erde bewegte Maschinen und Geräte eben mit entsprechenden offenen Schnittstellen für den Datenaustausch zwischen unterschiedlichen technischen Geräten eine Kopplung zu erreichen, um damit auch Nutzern und Entwicklern letztendlich die Möglichkeit für Erweiterungen damit auch aufzustoßen. Und dann sind wir hier sozusagen im Bereich auch unter Umständen kleinerer Feldrobots. Zusammenfassend die Herausforderungen im Pflanzenbau, im Ackerbau aus agrartechnischer Sicht heißt, dass wir offene Datenkommunikationsstrukturen brauchen in der IT, also in der Informationstechnologie und Telekommunikation. Und da bin ich auch recht dankbar, dass es uns gelungen ist, inzwischen eine Kontakt- und Zusammenarbeit hier in Wien mit dem FTW zu eröffnen. Ein erstes Projekt auch bewilligt ist, wo wir in diesen Schritten jetzt erste Schritte als Institut hier mit den Kollegen zusammen gehen können. Das ist zu denken eben bis hin in die Entwicklung neuer Apps, die dann wiederum selbst auch neue Anwendungsfelder eben eröffnen. Und dafür wird es aber notwendig sein, herstellerübergreifend offene Schnittstellen zu kreieren. Und da tut sich die Industrie nur ein bisschen schwer. Das kenne ich von dem Professor in Freising, der uns als Doktoranden im Doktorandenseminar auf Präzisions gezwiebelt hat, der Professor Auerhammer. Der hat das damals schon gesagt, das dauert 10 Jahre, bis du irgendeine Norm für irgendeinen kleinen Stecker herbringst. Das ist also ein sehr zähes Geschäft. Aber diese Normierung, wenn uns die schafft, gelingt, offene Schnittstellen herzustellen, ist ein unheimliches Potenzial an Intelligenz von überall her möglich, an Weiterentwicklungen viel konzentrierter zu arbeiten. Und es geht zweitens darum, eben dann mit den Kommunikationsschnittstellen, die ich hier definiert habe, die Verknüpfung dieser Informationen zu ermöglichen. Und dann kommen wir in Bereiche, wo gewisse Prozessabläufe automatisiert werden können,
aber eben auch Outdatendokumentation. Und das führt letztendlich auch bis hin in den Bereich von Expertensystemen und Verwaltungstools, wo man sagt, mein Mehrfachantrag, der hat sich selber geschrieben. Wenn ich anschaue, die Kollegen in der Praxis draußen, wie, mit welcher inneren Freude sie an einen Mehrfachantrag sich heranmachen, um den zu Papier zu bringen, wenn das also der Computer im Hintergrund erledigt, das wäre eine feine Geschichte. Ja, an dem Punkt, wenn man diese Ortungsgenauigkeit und Navigation der Geräte im Feld sich überlegt, was machen die dort sehr präzise von ihrer Ortung her, dann ist es auch interessant, Feldbewirtschaftungen mit ganz bewusst eingestreuten anderen Kulturen oder Feldstreifen oder sozusagen Extensivsektoren in der Maschinentechnik sehr genau auch mit abzudecken und könnte somit eben in der autonomen Bewirtschaftung von Teilflächen sozusagen auch noch einen Beitrag zur Steigerung der Biodiversität mit herstellen. Also auch dort kann Technik einen positiven Beitrag liefern. Ja, die letzte Folie ist sozusagen als Reminiszenz auch noch an Professor Auerhammer gedacht. Das war 2001 das, was ich auch noch als junger Doktorand damals noch kennengelernt habe. Wir haben dann gesagt, ja, mein Gott, das wird der Krieg der Sterne in der Landwirtschaft. Das war, also wir haben, also waren da auch sehr kritisch dazu erstmal gestanden. Aber wenn man sich dann mit der Technik selber beginnt zu beschäftigen, dann sieht man, was man damit tun kann, aber wird auch bewusster im Umgang damit Gefahren und technische, also die Gefahren der Technik zu erkennen. Das ist etwas, was ich zum Beispiel als technischer Mensch allen Studenten sagen möchte, gehen Sie in die Technik, beschäftigen Sie sich mit der Technik, weil erst dann können Sie sie im wahrsten Sinne des Wortes begreifen und aus demselben Begreifen auch sagen, naja, da liegt vielleicht ein bisschen ein Hase im Pfeffer. Die Eisenbahn wäre niemals von Nürnberg nach Fürth gefahren, weil damals die medizinische Fakultät in München gesagt hat, also den menschlichen Körper auf über 20 Kilometer pro Stunde zu beschleunigen, ist lebensgefährlich. Und solange ging das, fuhr die Eisenbahn, der Adler damals nicht, bis die bayerische Prinzessin sich ein Herz nahm und gesagt, denen zeige ich es jetzt vorher mal dann auch Fürth von Nürnberg aus. Und von da ab war die Eisenbahn dann in Bayern erst möglich. Also eine atavistische Technikfeindlichkeit ist dann auch etwas sehr Kontraproduktives. Und deswegen glaube ich, dass man an der BOKU mit Landtechnik durchaus auch hier vieles beitragen kann. Wie gesagt, dieses Konzept führt dann letztendlich dazu, dass man auch darüber nachdenken kann, von großräumigen Flächen, Kulturen hin in kleinräumigere Strukturen zu gehen, Stichwort Agroforestkulturen. Und wenn man das jetzt mit der Präzision anschaut, teilweise auch bis hin zur Einzelpflanze. Das ist vielleicht ein bisschen sehr nach vorne gegriffen, hört sich etwas sehr vielleicht zukunftsfern noch an, aber ich muss sagen, also wenn man alleine das heute hier auch mal sich genauer angeschaut hat mit der Präzision eines fahrerlos fahrenden Traktors, dann ist es vielleicht doch nicht mehr so weit weg. Letzter fachlicher Bereich, die nachwachsenden Rohstoffe. Wir haben ohne weiteres vom Pflanzenbau eine Diversität an Kulturen, in denen wir also sehr, sehr weit gegliederte Fruchtfolgen gestalten könnten. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass es für die eine oder andere Kultur, für die Ernten einfach zu wenig Geld gibt. Naja, dann fliegt die aus einer Fruchtfolge raus und die Kulturen, die ökonomisch dann gewinnversprechender sind, sind dann in der Fruchtfolge eben dominant. Das ist auch im Biogasbereich in der Vergangenheit so gewesen. Da hat man alles Mögliche eingebaut und hat das alles ins Biogas gesteckt und hat dort überall Energie herausgeholt. Und dann ging es los, ja, Teller und Tank, die Diskussion. Und das ist aber eine falsche Diskussion. Die Diskussion muss heißen eben Teller und Tank und Materialien und Futtermittel für die Tiere. Und das ist in Fruchtfolgen auch durchaus denkbar, das zu gestalten. Aber das setzt natürlich dann unter Umständen voraus, dass wir in der Bewirtschaftung der Kulturen wie bis hin zur Erntetechnik dort auch stärker differenzieren müssen über unsere Gutströme, die wir dann für ganz gezielte Zwecke aus der Ernte herauszunehmen. Stichwort Mähdrescher.
Ja, und wenn wir das konsequent durchführen, dann haben wir also unser Brot, wir haben das Futter für die Tiere, wir haben Rohstoffe, die dann bis hin in die chemische Industrie reichen, und wir haben auch aus den Reststoffen dann stärker fokussiert über das Biogas mit den Wirtschaftsdüngern verbunden, letztendlich energetische Nutzung von den restlichen Kohlenstoff über Methan, über das Biogas. Ja, auch hier gibt es auch Hightech. Ein Beispiel aus den Arbeiten noch in Freising: Wenn wir in die Fermenter hineinschauen, dann haben wir große Investitionen, und das heißt, wir müssen die Fermenter auslasten. Das heißt, der landwirtschaftliche Biogasanlagenbetreiber ist bestrebt, den Reaktor möglichst dick zu füttern, also viel hinein. Und das führt dann zu einem Effekt, dass in diesem Fermenter, das kann man sich selber an der eigenen Verdauung auch vorstellen, dann wird es langsam im Magen sauer. Und dann steigen hier gewisse Säuren an, und diese Säuren, die sind prozesshemmend. Ja, und jetzt muss man mal eine Probe nehmen, schickt die ins Labor, oder bekommt man das Ergebnis, und danach versucht man dann seine Fütterung am Maximum zu fahren. Und da gibt es aber auch Ansätze aus der Spektroskopie, nahe Infrarotspektroskopie, über die Jahrzehnte Entwicklungen hin bis hin jetzt zu Kleingeräten, Sensoren, die ich direkt in den Prozess mit einbauen kann. Und da sehen wir also aus Untersuchungen, die noch in Freising gelaufen sind von Dr. Krapf, na, er ist noch nicht fertig, dieses Rigorosum ist erst demnächst, wo man sieht, dass also diese Volatile Fatty Acids, also die Gesamtsäuren oder auch die Essigsäure oder Propionsäure, über die nahe Infrarotspektroskopie im Vergleich zum Referenzlaborwerten mit einem sehr hohen qualitativen Bestimmtheitsmaß detektiert werden können. Und das heißt dann, ja, dann baue ich doch so ein Gerät gleich an meinen Fermenter an. Das war hier so ein Versuchsaufbau, wo ich eben den Fermenterinhalt laufend sozusagen mit online monitore. Und dann kann ich ja von der Belastung, von der Befütterung, sprich Zufuhr an nachwachsenden Rohstoffen, Reststoffen, was auch immer, hier die Belastung dann entsprechend hochfahren. Und damit bekomme ich auch hier eine Sensorik, die ich bisher nicht hatte, mit dem Wissen um den Prozess, die Modellierung des Biogasprozesses, auch von der Mikrobiologie, hier eine automatische Prozesskontrolle zu etablieren, die dann als Aktor vorne dem Futtermisch, dem stationierten Futtermisch, ist ja kein Wagen mehr, Futtermischer, sozusagen nur noch die Dosierung vorgibt. Und dann laste ich von der Raumbelastung, nennt man das, dann den Fermenter maximal aus, und damit habe ich dann auch einen entsprechend ökonomischen Benefit. Diese Technologie, wie hier von einem Kollegen in Freising, gibt es natürlich nicht nur bei nachwachsenden Rohstoffen, sondern wenn man sich hier die Bestimmtheitsmaße bei der Untersuchung von Futtermitteln, jetzt sind wir doch kurz bei der Tierhaltung, bei der Tierernährung, Nettoenergielaktation, metabolische Energie, dann sehen wir hier, dass wir auch was, wenn wir mal Rohasche und Rohfett mit ein bisschen schlechteren Bestimmtheitsmaßen ausklammern, sehr gute Analytik mit dieser Technologie erreichen können. Und dann ist ja natürlich nichts anderes als das sinnvoll zu sagen, dann setze ich doch so einen NIR-Sensor auf meinem Feldhäcksler, und dann habe ich sozusagen mit der georeferenzierten Ortung und dem GPS meine Wiese oder mein Maisacker und kann genau sagen, welche Menge an Futter, in welcher Qualität ich auf welcher Stelle des Feldes geerntet habe. Und mit diesen Daten kann ich dann meine Maßnahmen im nächsten Jahr für die weitere Bewirtschaftung letztendlich auch wieder ableiten. Ja, die nachwachsenden Rohstoffe, vom NOVA-Institut eine Darstellung, geht nur darum, Ihnen einen Einblick zu geben, was für eine Vielfalt an Rohstoffen heute bereits aus dem Sektor Substitution von Erdölprodukten auf uns zurollt, die aber in Bezug auf ihre Rohstoffe oder Rohstoffübergruppen, hier Proteine, Zucker, Stärke, Lignocellulose, Öle, Fette, dann hier steht dann schon Getreide, Faserpflanzen, schon direkt ihre Hand auf unseren Ernteprodukten haben. Also die Nachfrage wird hier immer weiter kommen. Und wenn man sich so Produkte mal vor Augen hält, also bis hin zu Handygehäusen aus gepressten Fasern, durchsetzt mit Polyethylen, Verbundwerkstücke, Lacke, auch
Bitumen bis hin Kosmetikindustrie. Ein ewig breiter Strauß, die heute basierend auf Erdöl Substitute in der Zukunft, ob das in 20 oder 50 Jahren sein wird, das ist mal ganz dahingestellt, aber es wird kommen. Der letzte Bereich, den ich heute ansprechen wollte, ist die Frage nach der Technikbewertung. Dort geistern Nachhaltigkeit, Lifecycle Assessment, Lebenszyklusanalyse, viele Begriffe. Was bedeutet das für uns Techniker? Wenn man das ganz grob einfach mal anschaut, wir haben den Bereich der Ökologie, der Ökonomie und den Bereich des Soziales und nachhaltige Entwicklung für folgende Generationen in einer Balance zwischen diesen drei Bereichen, heißt das. Wenn man dann ganz offiziell mal nur nachschaut, okay, Ökologie, was für Faktoren sind das, dann gibt es also eine Riesenlatte an Faktoren, wo man dann hier sozusagen sich fragen muss, was sind da Fragen, die wir aus Sicht der Technik näher beleuchten sollen. Und wenn wir hier dann weiter hineinschauen, dann heißt es, diese ganzen Faktoren zusammenzufassen in diesem Ansatz dieser Lebenszyklusanalyse oder auch dem Lifecycle Assessment, wie man es nennt. Das heißt, man verfolgt ein Produkt, einen Gegenstand von der Wiege bis zur Bahre, also sein gesamtes Leben, und macht dann eine quantitative Analyse noch darüber und berechnet davon dann sogenannte Bewertungsindikatoren. Das ist ein Prozess, der läuft hier über mehrere Stufen, bis man hier zu einem Einzelergebnis kommt. Und die Herausforderung, die besteht darin, dass wir jetzt aus agrartechnischer Sicht, weil in unserem Fachgebiet das bisher eigentlich eine fremde Herangehensweise ist. Andere, die das in größeren Produktionsprozessen tun, die sagen, na gut, ein Kilogramm Getreide hat einen CO2-Äquivalentwert von so und so viel. Wenn man da mal tiefer nachschaut, naja, da wird alles gepflügt mit einem Dreischabflug und Standard gesät und das war's. Die agrartechnische Differenzierung findet man darin nicht. Das heißt also, wir müssen hier die Verfahrensketten viel genauer untersuchen und vor allen Dingen auch die Standortindividualität. Wenn wir heute, sage ich mal, in der Nähe von Wieselburg gewesen wären und heute dort eine Vorführung mit Pflügen auf einem Acker auf schwerem Boden bei diesen Feuchtigkeitssituationen der letzten 3-4 Tage hätten machen wollen, dann hätten wir dort heute nicht gepflügt. Das ist heute nur hier aufgrund der sandig, schluffig, leichten Böden möglich gewesen. Das sind alles so Faktoren, die bisher auch unter den Tisch fallen. Und letztendlich wollen wir ja am Ende letztendlich auf eine Ebene kommen, dass wir einen landwirtschaftlichen Betrieb damit auch bewerten können, das identifizieren können. Und da geht es dann nicht nur um CO2-Äquivalente, um damit auch ableiten zu können, ja, wo hat denn der Betrieb seine Optimierungspotenziale? An welcher Schraube kann er denn noch gut drehen? Und das heißt dann am Ende, ich will das jetzt mal ein bisschen schneller noch durchgehen, weil die Zeit doch schon sehr drängt. Wir haben hier ein Beispiel, 1 Kilo Körnerweizen am Hof extensiv produziert. Dann ergibt sich ein Riesennetzwerk von zig Einzelfaktoren, die dort berechnet werden müssen. Das geht ohne Computer eh nicht. Und ich greife jetzt mal hier nur zwei Beispiele raus. Rot, das eine Hektar pflügen und hier nur 1 Kilogramm Traktor, das ich dazu einsetze. Wenn ich den Traktor mal genauer anschaue, dann brauche ich hier auch wieder eine Bilanzierung, Rohmaterialien, Herstellung, Verwendung, also Feldarbeit, er tut was und irgendwann ist er adios, dann geht er in die Verschrottung. Dann brauche ich auch hier die gesamten Inputströme, ich brauche die Emissionen, während der Traktor im Betrieb ist, also Stichwort Katalysator war schon gefallen, spielt hier dann auch in der Bilanzierung eine Rolle. Und dann heißt es Verschrotten, Materialnutzung und so weiter, hier ist dann dieser Ast gefragt. Wenn ich mit dem Traktor jetzt eben pflüge, gehen wir dort nochmal zu dem Pflügen, dann gibt es eben dort auch ein sehr eine komplexe Matrix, die dann mit entsprechenden Daten zu hinterfüttern ist. Hier fehlt auch heutzutage noch einiges. Und die wichtige Frage ist, was interessiert uns denn als Agrartechniker? Uns interessiert es zu sagen, Mensch, macht es jetzt Sinn, pflügen, die klassische Bodenbearbeitung und den Anbau bis zur Ernte oder machen wir im Extremfall Direktsaat? Solche Vergleiche sind in diesen Bilanzierungsansätzen bisher nie gemacht worden. Und das ist eben auch ein Bereich an unserem Institut. Sie können weiter hinten sind, glaube ich, auch noch solche kleinen Verleiher ausgelegt, in denen Sie das auch noch als Information bekommen. Hier, das ist der Ansatz für unsere Arbeit.
um am Ende eben dann eine umfassende Nachhaltigkeitsbewertung machen zu können, wie das hier Kollegen auch aus Thüringen bereits tun, wobei aber eben ein weitaus höherer Differenzierungsgrad für das, was wir in der Technik an Variationsmöglichkeiten haben, noch seinen Niederschlag finden muss. Das ist bisher nicht entsprechend enthalten, sondern sehr pauschaliert. Und so kann man sich dann am Ende vorstellen, dass zum Beispiel auch eine Betriebsanalyse aussehen kann, wo man dann durch, sag ich mal, rote, gelbe, grüne Kreise da drin sagen kann, was ist noch gut und wo sind die Schrauben, wo er dann dran drehen kann. Dass das ein kleines Institut an der Landtechnik nicht stemmen kann, an der BOKU, ein kleines Landtechnikinstitut nicht stemmen kann, liegt auf der Hand. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass inzwischen schon mit anderen Kolleginnen und Kollegen an der BOKU die ersten Gespräche, auch ersten Zusammenkünfte schon da sind, wo alle sagen, ja, da müssen wir zusammenarbeiten, weil das ist eine Herkulesaufgabe, wo wir viele fleißige, emsige Bienen brauchen, um das überhaupt zusammenzubekommen. Aber das ist etwas, was an der BOKU, denke ich, durchaus geschafft werden kann und ich bin da sehr frohen Mutes, dass wir diese Herausforderungen, die auch durchaus noch im methodischen Bereich liegen, eben landwirtschaftsspezifische Indikatoren zu definieren, da brauchen wir auch die Kommunikation mit der gesamten Community und auch Daten- und Modellunsicherheiten, die in den Werkzeugen dieser LCAs bisher liegen, greifen zu können. Und dann gilt es, unsere Objekte in den Fokus zu nehmen und das heißt also Maschinen, Geräte, Betriebsmittel, dann etwas größer die Produktionsverfahren bis hin zu einem Betrieb oder auch Betriebsvergleichen. Gut, das so als Zusammenfassung. Noch einmal, am Anfang hatte ich dieses Bild gesetzt. Wenn man das zusammenfassen, sehen wir, dass wir also eine rasante Entwicklung momentan in der Informationstechnologie und in der Telekommunikationsbranche verzeichnen, die bei weitem noch nicht ihr Ende hat. Und das heißt, die Frage der Übernahme Sensorik, Aktorik, Regelkreise durch die Mechatronik wird uns etwas sein, das uns durchaus die nächsten 5 bis 10 Jahre sehr intensiv weiter begleiten wird. Eine wichtige Frage ist, was haben wir für Möglichkeiten mit dieser Sensorik, Maschinen in Anführungszeichen sensibler, feinfühliger, genauer zu machen, in ihrer in Anführungszeichen Wahrnehmung. Überschaubarkeit und effiziente Nutzung durch adäquate Hardware, Software und Datenspeicher, also Datenfriedhöfe, wie es so heißt, gibt es schon genug, auch an jedem Institut, hier in meinem Computer auch schon. Also da sind wir sicher sehr arg gefordert. Und die offenen Fragen nochmal zusammenzufassen, die Frage nach der sanften Einbindung der Technik in diese Diversität biologischer Systeme, das ist ein übergeordnetes Credo, dessen wir uns stellen sollten. Die Beurteilung und Optimierung der Technik im Sinne von Nachhaltigkeitsfaktoren und hier ganz wichtig auch ein Aspekt, die Grenzen der Automatisierung. In dem Moment, wo wir durch technische Sensorik mehr und mehr die Wahrnehmung durch unsere Sinne, durch Sensoren, technische Sensoren ersetzen, kriegen wir das nicht mehr mit. Das heißt, Entkopplungsgefahren zwischen Mensch, Tier, Pflanze, Boden, Fragezeichen. Das ist was, das dürfen wir nicht ausblenden. Und das ist aber noch ein Thema, da weiß ich noch nicht, wie man da auch methodisch an die Sache herangeht und soll, um das gut zu greifen. Das hatte ich schon gesagt, das brauche ich nicht wiederholen. Ja, und das sozusagen nochmal als Zusammenfassen, wenn wir an die alten Ägypter schauen, ein Wiedererkennen mancher Ressourcen, die wir aufgrund des Ölzeitalters vielleicht aus dem Blick verloren haben, die uns die Landwirtschaft bieten kann, das ist, glaube ich, durchaus auch eine wichtige Aufgabe. Und das dann umzusetzen im Sinne des allgemein laufenden technischen Fortschritts, nicht nur den Fokus auf Food, sondern auch auf die anderen Bedürfnisse, die die Landwirtschaft für die Zukunft mit in unserer gesamten Gesellschaft sicherstellen helfen kann. Und in diesem Sinne wünsche ich unserer alten Dame alles Gute zu ihrem 110. Geburtstag und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.